Ich möchte den Vortrag heute damit abschließen, dass der Prophet sallallahu alaihi wa alihi wa sallam schaut, in dieser geheimen Phase hat es niemanden interessiert. Okay? Ob er betet, fastet, hat die Qurayshiten überhaupt nicht interessiert. Und auch als er in seiner engeren Familie war, hat die gar nicht interessiert, sollen die machen. Die haben geschaut, Ali und der Prophet und Khadija stehen vor der Kaaba, beten. Sieht komisch aus, ist etwas Komisches, aber hat sie nicht gestört. Wann hat der Prophet Widerstand erfahren von den Qurayshiten? Wann hat es begonnen, dass die Botschaft des Propheten sie gestört hat? Das kann man sehr leicht nachempfinden, wenn man die sogenannten mekkanischen Verse betrachtet. Ihr wisst ja, die Verse werden in zwei geteilt. Verse, die in Mekka offenbart worden sind und Verse, die in Medina offenbart worden sind. Wenn wir die Verse in Mekka betrachten, verstehen wir, was hat der Prophet gepredigt überhaupt? Was war der Inhalt seiner Verse, dass sie so gestört hat? Erst als der Prophet sein Gebet nicht mehr hinter verschlossenen Türen verrichtet hat, sondern in der Öffentlichkeit und erst als er den Götzenkult öffentlich angeprangert hat und erst als er das System kritisiert hat, hat er Widerstand erfahren. Zum Beispiel ein mekkanischer Vers heißt es, فَلَقْطَحَمَ الْعَقَبَ. Er tadelt die Menschen, die den Bergpass noch nicht geebnet haben, noch nicht überquert haben. Metaphorische Bezeichnung für etwas, was ganz schwierig ist zu überwinden. Der Bergpass ist etwas, was ganz schwierig ist zu überwinden. فَلَقْطَحَمَ الْعَقَبَ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَ. Und was lässt dich wissen, was der Bergpass ist? فَكُّ رَقَبَ. Die Befreiung der Sklaven. Das war die Botschaft des Propheten. Er ist zu den Qurayshiten gegangen und hat ihnen vor Augen geführt, das, was sie macht, ist falsch. Götzenkult ist falsch. Sklaven zu halten ist falsch. Das muss alles ein Ende finden. Das muss beendet werden. Und da begann der Widerstand. Und was für ein Widerstand. Sie haben alles versucht in ihrer Hand, was in ihrer Hand an Macht war und Erpressung und Druck, um den Propheten von dieser Botschaft abzuhalten. Sie gingen zu Abu Talib und sagten, Abu Talib, du bist der einzige Grund, warum wir ihn nicht töten. Du, deine Schutzfunktion als Familienführer und dein Respekt, den wir haben, hindert uns daran, ihn zu töten. Liefer ihn aus, wir geben dir alles. Gib uns einfach nur grünes Licht, wir geben dir alles. Abu Talib hat gesagt, warte, ich rede mit meinem Neffen. Er ist zu dem Propheten gegangen, hat ihm gesagt, schau, es stört sie, du störst sie, du bringst Unruhe. Sie beten dir alles, davon wegzukommen. Es heißt in der Überlieferung, die Augen des Propheten füllten sich mit Tränen. Und er sagte bei Allah, wenn sie mir die Sonne in die rechte Hand legen und den Mond in die linke Hand legen, werde ich von diesem Ziel nicht ablassen. Einmal haben wir es versucht, zweimal. Und dann gingen sie zum Propheten selber. Sie haben ihm gesagt, O Muhammad, wenn du Geld willst, wir sammeln dir das gesamte Geld, was wir haben. Wenn du Herrschaft willst, hiermit ernennen wir dich zum Führer. Sag uns nur, was du willst, aber hör auf, die Götzen zu kritisieren. Die Götzen haben sie gar nicht interessiert. Das Geld, was durch die Götzen gekommen ist, hat sie interessiert. Eben das Geschäft mit den Götzen, die Pilger, die gekommen sind, die Kleidung, die sie verkauft haben, die Kaaba, die sie hatten. Sie hatten die Kaaba, kommt im Griff. Wenn jemand keine Kleidung von ihnen kaufen wollte, mussten sie nackt die Pilgerfahrt durchziehen. Das war ein Geschäft für sie. Deswegen war das für sie in Gefahr. O Muhammad, sag, was du willst. Er hat gesagt, ich will nichts von euch. Ich will nur einen Satz, einen einzigen Satz. Die Qurayshiten haben sich gefreut. 10 Sätze kriegst du. Kein Problem. Der Prophet sagt, ich möchte, dass ihr sagt, La ilaha illallah. Es gibt keine Gottheit außer Allah. Und da sind sie wütend geworden und aufgestanden, haben die Sitzung verlassen. Und ab da begann dann die Tyrannei und der Druck und die Diskriminierung und die ganzen Mordversuche, die wir inshallah in der Zukunft in den Sitzungen weiterhin besprechen werden. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.